Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kids Supernova. Mein Name ist Flavo und bevor wir mit dem Splatfest Ei gegen Henne beginnen, möchte ich eine Sache loswerden, die mir sehr auf der Seele brennt. Und zwar, ihr habt bestimmt mitbekommen, dass diverse Sachen hier gerade Top-Thema sind auf YouTube. Es geht um Belästigung und ich möchte eins vorwegnehmen. Ich nehme dieses Thema sehr ernst. Es ist ein ernstes Thema und eine Aufklärung ist wichtig im Interesse von beiden Seiten. Aber es ist ein Thema, das meiner Meinung nach absolut nichts mehr jetzt auf YouTube zu suchen hat. Ich sehe hier in letzter Zeit die ähnliche Dinge verlaufen, wie auch was mich auch im Fernsehen immer genervt hat. Wenn Promis, die nur deswegen prominent sind, weil sie eigentlich überhaupt nichts können, sondern nur immer irgendwie negativ im Gespräch sind, sei es jetzt in der Presse oder sonst irgendwie in den Medien, Boulevardpresse, dann hat das nichts mehr mit YouTube Broadcast Yourself zu tun oder mit Unterhaltung, sondern es ist einfach nur noch, ja, ich weiß auch nicht, also es ist ein Thema, das hat nichts mehr hier auf YouTube zu suchen. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass wenn zum Beispiel ein Moderator oder ein Talkmaster oder ein Showmaster von der ARD, wenn der irgendwas beschuldigt wird, dass der sich dann ständig dazu in seiner Sendung äußert und dass das dann im ZDF ausdiskutiert wird und auf Sat.1 und auf RTL2 und dann kommt ein Moderator von ProSieben und hat da eine Meinung, dass, nein, das ist irgendwie, wenn so etwas stattfindet, dann soll auch das ordnungsgemäß zur Anzeige gebracht werden und die zuständigen Behörden sollen sich darum kümmern, beziehungsweise die, die sich damit auskennen, das sprich Rechtsanwälte, Polizei, Staatsanwälte, Richter und so weiter. Und nicht jetzt schon jeder YouTuber, der sich als Hobbydetektiv sieht und hier Bild für Bild analysiert und dann Chatverläufe veröffentlicht und Telefonate veröffentlicht und. Also es ist jetzt genug. Ich habe mit Entsetzen auch festgestellt, dass das zum Teil auch schon ins Lächerliche gezogen wurde mit, ja, wir können gerne einen Lügendetektor-Test machen und so weiter und so fort. Leute, es geht hier um eine ernste Anschuldigung und so etwas passiert sehr oft, leider, jeden Tag, nicht nur hier im Land, sondern auf der ganzen Welt. Und Opfer von so etwas, auch diejenigen, die vielleicht zum Unrecht beschuldigt werden, aus Rache oder aus Missgunst oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, die fühlen sich da irgendwie dann verarscht und sagen, ja, wir machen die jetzt da ein Kasperlstheater daraus. Ich sage nicht, dass da ein Kasperlstheater daraus gemacht wird, aber ich finde, es geht jetzt irgendwie schon zu weit. Ich kann mir ja keinen Stream mehr angucken oder kein YouTube-Video mehr angucken, ohne dass dieses Thema zur Sprache kommt. Also deswegen werde ich mich da ein bisschen jetzt dann zurückhalten und werde dazu auch nichts mehr sagen. Ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt. Es ist Splatfest bei Splatoon 2 und Kip hat schon die ersten Spiele gespielt und wir werden morgen dann wieder damit, ich weiß noch nicht, ob ich live gehe oder ob ich ein Video daraus mache, muss ich mir noch überlegen. Seid auf jeden Fall gespannt. Es gibt sehr viel Eiwumpe und wo rumgespritzt wird und ja, es wird wieder sehr lustig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns dann. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Tschüss.